herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde TTT. Heute mit am Start ist der Flake. Hallöchen. Divi. Hi. Sascha. Gegebenenfalls habe ich leicht zu spät auf die Aufnahmetaste gedrückt, aber hi. Ataboom. Ich höre Flake. Alles klar, mach das. Der Bledig. Immer dieser Ausrede. Ach, Platz da. Erzi. Guten Abend. Ästhetik, Tatik. Selbst in meiner blöden Hallo-Sage werde ich schon unterbrochen, ey. Was ist denn das für euch heute? Was habt ihr denn für einen Redebedarf? Was seid ihr für ADS-Kiddies? Weiter, bitte. Entschuldigung. Ja, ich bin der Lost Devil und... Oh, wirklich? Ich habe gar nicht gefragt, wie die Map hier heißt, Alter. Panic Room, aber ich komme hier nicht mehr raus. Du bist halt im Panic Room, wa? Ich kann Panic Room rauslassen. Nee, ich bin im Gang und da oben kann man nicht hoch. Hast du so eine ungefähre Wegbeschreibung, dass man dir vielleicht kannst helfen kann? Kannst du nicht, ich stehe bei ihm. Jetzt geht es weiter. Ich gebe mal die Runde frei, damit der Atta einfach töten könnte. Ne? Das ist nett. Ach so, gehen die Türen hier auf. Lol. Ich dachte, man muss die Türen hier mit E aktivieren und ich habe mich schon gewundert, warum kaum eine Tür aufgeht. Du musst schieben. Ja, hab ich jetzt auch gemerkt mittlerweile. Ich hänge in der Decke fest. Ja, GG. Ich komme jetzt raus. Ja, ich raus. Also, ist ein Lift oder was das da soll, ist ein Tunnel, nicht reinhüpfen. Erstmal reinhüpfen. Ich glaube, Stevie ist tot. Ah ja, Stevie ist tot. Ich wurde angeschossen mit der Schrotze. Nee, ich wollte das Glas hier kaputt machen, keine Sorge. Stevie ist tot. Was ist denn los? Ist nur das eine. LOL, heilst du mich noch? LOL! LOL. Komm, hier erstmal Deto runtergesprungen, ey. Was? Hättest du PhD-Flopper, wäre ich tot gewesen. Nee, Gav. Wieso? Überleg dir deine Aktion, Junge. Wie kommt man denn rein? Ach, das? Stevie wurde geneift. Was ist das denn hier für ein Raum? Wer? Stevie. Was ist mit ihm? Es gibt so ein Panic Room hier. Ja, genau, das ist der Panic Room. Leute, so die Tür ist zugegangen. Guck dir mal das her an. Den kannst du zumachen und der kommt da keiner mehr rein. Achso, komm mal hier. Aber ist das ein Traitor-Ding? Da laufen wir in den Raum rein. Nee, seid ihr gerade bei der Tür? Guck zur Tür. Ich kann euch beobachten. Ich stand da gerade vor und. Nicht die Tür. Guck mal im Raum. Ich schloss dich jetzt mal nochmal die Tür hier auf, Mensch. Achso, Bledig steht da drin. Ja. Hier aber die Tür fährt von Rückkehr in den Raum rein. Dann kannst du hier die Kamera drücken und woanders das ist geil. Beobachten. Ja, genau. Aber und jetzt kommt... kill ich dich! Wir müssen dämlich, wenn er zieht und ich vor der Tür stehe. Der kommt ja nicht rein. Das ist eine 1A-Konstruktion. Wo ist der Panic Room? Hier? Erzi! Oh, das ist nicht wahr. Das war sein Er ist im Panic Room. Wo ist denn der Panic Room? Hä? Da ist keiner mehr. Der will heimlich machen. Da ist keiner mehr! Was? Erzi war Inno? Nein! Dann hat er. Der ist zu schnell umgefallen. Der ist ausgegangen. Aua! Leute, ich hab von der Tür einen Schaden bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich längs laufen muss. Ach, der ist tot. Wo? Entweder ist er wirklich tot oder hat wieder einen Deadring, aber das glaube ich eigentlich nicht so schnell. Okay, ich bin jetzt im Panic Room. Das kurz nach, ist so viel. Es ist mir alles zu viel hier. Oh. Nein! Hä? Warte, dich hole ich wieder. Dankeschön. Was? Nein! Was? Kannst du bitte mich wieder? What the fuck? Los! Er wird beschossen. Dich hole ich wieder. Und ich sterbe gleich. Ich weiß, wie diese Kacke dich wiederholen. Alter, Lost hat ja echt alles verlernt. Erste Runde auf dieser Match schon Minuspunkte. Er hat noch keine Runde positiv beendet. Respekt. Lost, das ist so schlecht bei dir. What the fuck, ey? Aber die Tür ist echt awesome. Ich komme hier nicht raus. Doch, da. Ist. Okay, ab sofort, ich werde jetzt gar keinen mehr töten. Das Blöde ist, bei so vielen Traitern, dass Innocent Kills machen können. Warte mal, in den Aufzug sollte man. Zwei! Wir haben zwei! Ach, jetzt sind wir wieder zwei, aber gerade waren wir ja drei. Nein. Doch, da waren wir mal drei. Auf jeden Fall waren wir mal drei. Ja, ich weiß, dass ich mal zwei Traitor-Kollegen hatte heute. Hab ich dich erwischt? Ja, da wurde aber jemand wiederbelebt. Danke. Achso. Hab ich dich erwischt? Nee, Sascha wurde vorhin wiederbelebt. Ja, richtig. Hi. Hier wird schon rumgeschossen. Der Bledig schießt hier schon wieder wild rum. Ey. Und einmal hab ich Sascha wiederbelebt. Das kann ja auch sein. Das war auch so ein vernünftiger. Wow. Achtung, nein. Das ist schlecht. Wo ist denn jetzt meine Uzi hin? Keine Ahnung. Far away. Cool. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Nein. Gern geschehen. Mein Gott. Geht's irgendwo rein? Wo ist dieser Panic Room? Ich bin drin gerade. Erstes Obergeschoss, glaube ich. Euler, ach, das ist ein Paarstuhl. Panic Room. Ja, geh da nicht rein. Der ist buggy.
Nein, du kannst in den Fahrstuhl rein, du darfst nur nicht auf dem Fahrstuhl drauf sein, so wie du warst. Hallo. Hoch. Ach, da geht's rein? Ja. Wieder. Aber wie kommt man denn da rüber? Ich will da rüber. Ja, du hast mich gerade auch umgelegt, du Vogel. Ja, du, ich hab wahrscheinlich alle gekillt. Das könnte ja sogar sein. Du hast ja alle gekillt. Ich geh jetzt gar nicht rein, gekillt, oder? Aua. Ja? Wie kommt man da drin? Darum. Ohne, ohne. Raus da, du Hintergarten. Lurch. Im Hintergarten. Hey, ruhig da draußen. Bledig, im rechten Hintergarten ist eine Leiter nach oben. Kommen Sie, alle rein. Alle rein. Glaube ja. Ja, super Idee. Richtig deppert. Und es ist auf jeden Fall, kann nicht irgendeiner muss hier auf jeden Fall Trader sein. Oder Rainbow. Warte, mach die Tür mal zu. Da ist noch einer bei dir, Bledig. Wo? Ach, da. Ein er ist Aesthetic tot. Im Panic Room ist ein Traitor. Im Panic Room ist ein Traitor. Wo ist denn der Panic Room? Hallo? Das ist Sascha. Nein, ich hab hier gerade das Fenster kaputt gemacht, Mensch. Ist hier die Leiter unten? Ich Vorsicht, Vorsicht, ich hab das Fenster halt kaputt gemacht, nicht, dass du nach unten springst. Das passiert mir schon nicht. der Traitor hat sich gerade im Panic Room wieder hochgeheilt. Okay. Om nom 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 nom. Om nom nom nom. Ach, jetzt sind wir schon zwei hier oben. Hallo? Drei? Also drei, oh Gott, also neben mir sind. Okay, wir sind nur noch zwei. Lasse. Sie ist runtergefallen. Ja, GG. GG. Warte mal, warst du nicht gerade ausgerufen? Was? Er meinte, ich war's, weil ich hier nur mit der Crowbar rumstand, aber ich hab das Fenster kaputt gemacht. Der Panic Room brennt! Der Panic Room brennt! Ja, der hat mich gerade angezündet. Ich muss die Leute raustreiben. Ich hab gerade die Leichen von Stevie und Atabum gefunden. Jetzt die andere Heilorgie, okay. Nee. Okay, okay. So. Oh. Okay. Die Idee hatte ich ja gerade auch, nur, oh. Bin verwirrt. Warte mal. So. Oh Gott. Hi. Okay. Oh Gott. Das Unfaire beim Panic Room war, da war einfach mal Blut über den ganzen Bildschirm. Oh, nicht dahin! Der Tür stand. Ach komm schon. So, aber wie komm ich? Ist das nicht. Doch, doch. Hinter mir, ernsthaft? Oh mein Gott! Nein! Da steht er hinter mir, ich glaub's ja nicht. Doch, ist voll an ihm vorbei. Hammer. Ja, hab ich nicht gesehen, als ich da runtergekommen bin. Ich gucke nicht in den Raum rein, was da los ist. Ja, diese Dreckswaffe. So lächerlich, ey. Ah, ich wusste, Sascha ist es. Ich hätte ihn machen sollen. Aber ich hab. Ich hatte tatsächlich den Plan geschmiedet, dass ich da eine Holy runterwerfen wollte, aber gemacht hatte ich bis dahin noch nix. Ich wusste, ich hab die Granate aber gesehen, bin abgehauen. Da musste ich erstmal. Ja, hey. Panic Room war Ork hier. Ja. Ach, ich seh schon, dass wir den. Oh lol, nee, nee. Oh, hallo. Guck mal, hier irgendwie noch. Oh nee, er hat sie nicht dein Ernst. Keine Waffe. Ah, da ist ein Fenster. Ich bleib im Haus. Ich bleib im Panic Room. Nein! Atta ist tot. Lol, geh, Atta. Bist du den Aufzugsschacht runtergefallen oder was? Nee, 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 er ist oben runtergefallen. Ja, geh, geh. Geh weg. Weg. Was hat Atta gesagt? Bitte nicht ankommen. Er war Inno, schade. Ich bin auf gleicher Entfernung geblieben. Wir sind parallel gelaufen. Ja, ja, so viel dazu. Jetzt Lol. Sind wir näher aneinander. Ich dachte, du läufst außen rum. Ich dachte, wir machen so ein bisschen. Nein. Mach dem so ein bisschen Tango dieses, oder was? Ich will nur durch dieses Fenster. Kann man hier eigentlich auch noch rein? Nö. So, da kann man. Ach, da kann man auch rein. Spielt Stevie eigentlich noch mit? Aber von dem hört man überhaupt nichts mehr. Was ist denn hier rein? Ich bin immer noch wappenlos. Ach so, darum. Das sieht bei dir so komisch aus. Ich hab dich schon verfolgt. Wollte schon fast schießen. Ich hab immer noch keine Waffe, verdammt. Stevie, ja, weil er auch so verletzt ist, darum. Ja, weil er das rausgefallen ist, runtergefallen ist. Ich musste ja auch oben auf dem Dach. Aber du kommst nicht wieder hoch. Nee. Ja, okay, okay. Du kommst wirklich nur außen wieder hoch. Und mich killt gleich Ästhetik. Während der Dete daneben steht, gute Idee. Hm? Steht hier noch einer außer dir? Nee, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ist aber, glaube ich, nicht tief genug. Doch. Mach es, Static. Nein, alles gut. Mach es. Keine Rolle. Nee, warte mal. Ganz schlechte Idee. Oh Gott. Erzi steht über mir, da will ich nicht. Was? Erzi, hör auf mit so einem Bullshit. Ich bin unschuldig. Ich glaube, dass der Static Disco geworfen hat, um mich runterzuschmeißen und ich bin auf ihn runtergedroppt. Lol. Wir sind eine eigene Disco. Lol. Ja, Kiki.
Das blätter ich mir mit einem Mega-Spiel. Wie geht denn dieser Panic Room auf? Oder ist da ein Stock drunter? Bei einem Spiegel ist der, ne? Er ist nicht im ganz obersten Stock, einen drunter. Achso. Aber kann man da denn noch irgendwas machen, außer die Leute beobachten? Willst du hier raus? Ja. Warum? Prost. Ich töte dich. Ich mach jetzt zu. Einfach weil ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich sie töten soll. Da war eine Double Barrel. Nein, das war nur ich. Das war eine Arme. Achso, das war. Okay. Also, so ist es ja nicht. Das war der PhD-Flopper, okay. Ich glaube sogar eher, weil du hast nur eine. Ich trau mich nicht wieder hier runter zu gehen. Oh Gott. Scheißwaffe. Ja, spring doch durch die Luft. Ja, mag ich jetzt auch tatsächlich. MacTan ist jetzt nicht unbedingt eine Scheißwaffe. Ach, das ist, das ist mein. Da liegt ein Unidentified Buddy. Was war das denn hier gerade? Es ist Flyke. Nee, was? Warte, ist nicht. Nein, bin ich nicht. Lost ist tot mit einem Bloody Knife. Mit einem Bloody? Okay. Sei mal kurz leise. Hm? Okay, ne, ist gut. Okay. Panic Room ist leer. Meinst du, dass eine Bombe ist? Doch, hier ist eine Bombe irgendwo. Wo? Aber ich weiß nicht wo. Okay. Immer mehr die Indizien sprechen auf Stevie. Okay, Bombe ist, glaube ich, explodiert. Ich schon, ich fall vom Dach. Lebt ihr noch? Ja. Ja, ja. Die war fast ganz oben gesetzt. Sascha? Ja, ich lebe noch. Hier rennt Stevie jetzt plötzlich ganz im Keller rum. Das ist verdächtig. Was? Ich bin hier. Ja, du bist gerade aus dem Keller hochgekommen. Ich glaube auch, dass es Stevie ist. Bloody Knife ist Stevies Handwerk häufig. Er rennt gerade nach oben weg. Ich bin in der Nähe des Panikrooms. Oh, das habe ich jetzt mal verraten. Nein. Ah, Stevie bei mir. Ich hab Stevie. Nein. Ja. Aber trau mich gerade noch nicht. Oh, könnte ich hier mal raus? Nein. Doch. Stevie. Erzi. Sascha hätte mich schon. Ah! Ihr wird geschossen. Bledig, lebst du noch? Ja. Wer hat auf dich geschossen? Wer hat dich auf weißt dich du geschossen? Das? Stevie. Was? Nein, ich war oben. Du hast die Munition ich hier noch. Ich war neben dir im Raum, aber du warst es nicht. Du wurdest von der anderen Seite angeschossen. Ich war eine Etage unter euch. Nee, eine Famas hätte ich auch gehört. Vielleicht von oben auf dem Dach? Also es leben doch alle auf jeden Fall. Viel mehr bleibt also ja nicht übrig. Flyke, Bledig, Stevie, ich und Sascha. Ich bin ganz dann unten. Wird es Flyke sein fast. Ich bin ganz unten. Ja, schnell. Wurde nämlich von der Seite geschossen, von der Treppe aus. Das wird nichts, Sascha. Nee, leider. Na Gott. Traum keinen. Ja. Like ist es! Oh mein Gott. Ey, er rotzt da alle mit einem Magazin weg, ernsthaft? Alle, ist das euer Ernst? Ja. Und ich hab mit zwei Knives hab ich Leute gekillt. Ich wusste doch, dass die, wie es ist, ey. Ja. Ich hätte abdrücken sollen. Ich hab mich auch geärgert, ich hätte es auch machen sollen. Stevie ist fast der Einzige, der das Knife benutzt. Das stimmt gar nicht. Fast der Einzige, sag ich. Letzte Runde Atta gekillt. Ne, ich hab auch gesagt, dass da zwei sind. Ja. War das deine? Ich hab gar nicht gedacht, deiner wäre schon weg gewesen. Nein, vielleicht lebt sie noch. Das war ja der. Das ich hab übrigens dran. Die Bombe gelegt gehabt. Um ja, zu gucken, die Bombe hab ich gesehen, deswegen bin ich auch draußen erstmal gegangen, bis die Bombe explodiert ist. Ich musste die Leute ein bisschen vom Dach runtertreiben. Aber am Dach ist mir nichts passiert. Kaum war die Bombe ja wieder. Ich bin nur ein bisschen hochgesprungen und dann war's das. Kaum war die Bombe ja explodiert, war ich ja wieder drin. Ich bin sogar von der Kante weggeflogen. Ei, ihr zwei. Aber ich hab keinen Schaden gekriegt. Ey! Funktioniert nicht. Oh mein Gott. Glaube ich. Doch, das funktioniert. Das habe ich auch schon versucht. Ja? Echt? Ja. Mit dem. LOL! SDRG-Sprung. Ist die gerade das Treppenhaus runter? Ja, Bledig ist runter. Bledig. Was? Hast du Bledig getötet? Ja. Okay, nice. Er hat sich hier unten. Du hast mir mal wieder ein Friendship ihm abgelassen. Boah. So, ich hab so ein bisschen das Problem, dass ich. Warte mal, hatte Stevie eine Waffe? Stevie hat eine Waffe, geil. Ja, aber auch nur eine Farmers, oder? Ja, nee, er hatte eine MAC-10, aber ich hatte nur noch 13 Schuss in meiner Farmers drin. Nein! Dann nehme ich lieber dann eine volle MAC-10 als eine leere Alter, Farmers. Ich hab gar keine Waffe. Spricht auch nicht mehr mit mir. Dass die Türen hier nie vernünftig. Alter, was bist du diese Folge eigentlich so ruhig? Erzähl doch mal ein bisschen was. Erzähl einen Schwenk aus deinem Leben, du. Ne? Null. Hat er? Er möchte nicht. Oh Mann. Ich bin schüchtern. Ach so, das wüsste ich. Der unsichtbare Wand. Ah,
nicht runterfallen. Hallo. Hallo. Meine Waffe ist mein Fahrrad. So. Alles klar. Oh, Prop Kills incoming. Blöde Tür, Mann, ich hasse diese Türen hier. Devil? Devil! Unser Dieter ist tot. Ach, Noobs immer. Ich hab einen Bumerang aufgehoben. Hallo. Atta, warum liegt da eine Leiche? Weil die von jemandem identifiziert worden ist, aber nicht von mir. Okay. Das war Stevie, oder? Der ist nun runtergefallen. Ja, Stevie liegt hier. Ja, der ist runtergefallen. Ah, ja, ich glaube nicht, dass er runtergefallen ist, weil neben ihm nämlich der Bumerang lag. Sascha ist auch tot. Nee, ich mag euch alle nicht. Ich geh weg. Vielleicht lebst du noch. Ja, ihr könnt mich mal. Also nicht wundern, ich hab einen Bumerang in der Hand. LOL, Cheater. Und egal, wenn ich jetzt die Flinte kriege, der ist down. Das ist ja schon ein bisschen doof, ne? Meinst du nicht? LOL! Mensch, Alter! Wohl... Jetzt kündige das doch nicht so an und folgt mir so lange. Alles klar, jetzt hab ich den Bumerang. Wo seid ihr? Nein, ich hab... Weil er nicht wirft. Das war random. Ja, geh, geh. Zurückspulen und das doch mal spielen, die Runde. Okay. Das war voll random. Ja, es waren nur noch wir drei da. Ja, scheißegal, ja. Das kann er nicht wissen. Da kann sich aber einer stumm stellen. Was? Was? Nein, ich will die. War noch einer missing. Gib die her, Erzi. Ja. Nee. Ich war vielleicht noch. Los. Also ich sollte noch missing gewesen sein. Eigentlich. Ja, ja, das sehen wir aber nicht. Noch am Leben. Aber ist gefragt. Du Vogel. Anders, aber dass du mich direkt wiederbelebst. Das war nicht random. Ich belebe sorry, mich, das gibt sorry, Flag. Das gibt keine Punkte. Klar, zwei Punkte gibt's das. Überhaupt nicht, erzähl keinen Mist. Natürlich. Nein. Glaube ich denn nicht. Das habe ich schon siebenmal. Weil dann überlebst du die Runde und Überzahl. Ich habe gesagt, es gibt keine Punkte. Oh, ich hätte jetzt so Lust. Oh, du hast so Lust. Okay, welche Frau Bock hat, soll ich mal heute mal Blattig melden? What the fuck? Außerdem Disco auf dem Dach. Übrigens, Disco auf dem Dach! Extra einen Sascha, Lol, die Disco ist wieder runtergefallen. Ich hab extra einen Messerkill gemacht für dich, Sascha. Oh, das ist aber herzallerliebst. Danke. Machen wir jetzt nur noch Versammlung am Dach? Ich finde den Keller ja eigentlich auch interessant. Der Keller ist ja mega öde. Ich hab mich gerade irgendwie festgebackt. Ja, und dann gibt es noch einen richtigen Keller. Ja, ich weiß, der richtige Keller ist richtig öde. Doch, mein scheiß Map, ey. Mir soll es egal sein. Mal gucken, ob ich ein seltsames finde. Aber ist denn hier schon wieder in der das ist eine eigene Wohnung. Atta's Raging in the Hood. Komm, Golden Deagle. Ich seh dich davor stehen. Nee, das ist keine Golden Deagle. Das ist nicht von Lost. Nee, ich wollte ja auch, dass du Golden Deagle. Ich will auch rein. Obwohl, ich will von Lost. Ich wollte ja sterben sehen. Nee, Flyke, das Szenario hatten wir schon mal hier drin. Es ging nicht gut aus. Das ist Lost vor der Tür, du Vogel. Nicht Flyke. Ich auch mit einem Schuss. Ja, aber man, die tötet dich ja nicht, falls sie sich da nicht lost. Richtig. Ich bin harmlos. Das ist ja langweilig. So soll sich verziehen hier. Nee. Was ist denn hier Abgang. Alles? Ey! Hey, aus mir Oh, lol. Super. Oh, was willst du denn hier, Erzi? Ich sag diesem Tumor. Mit deinem nicht vorhandenen Karma. Was ist? Ja, Sascha hat doch eigentlich. Ich bin ja mal gespannt, ob die Traitor mich beschossen, weil ich was ist denn hier los? Was ist denn da drin? Ich kann das ja mal markieren. Oh, du Sau. Sau. Mach das ich will weg von Lost. Doch, hallo. Ich hätte das nicht. Das ist ein Sascha ist warum bin ich denn hier schon wieder K.O.S.? Okay, hab ich mein Scoreboard markiert für mich. Okay, wo ist Aesthetic? Ich will, dass er mich tötet. Bin immer noch im Panic Room. Ja. Wo wird denn hier geschossen? Bledig oder Erzi, einer von beiden ist es. Du Aesthetic, nur mal so ganz logisch. Dann musst du aus dem Panic Room rauskommen, um uns zu töten. Ich bin nicht mehr im Panic Room. Achso? Jetzt bin ich im Panic Room. Wenn ihr Bledig oder Erzi seht, dann könnt ihr sie beide töten. Meine. Wir sind beide noch am Leben. Ja, oh wir Gott. Sind beide. Oh Gott. Lost hat mich eingesperrt. Nein. Ah! Ja, mit offener Tür habe ich dich eingesperrt. Ich habe dich mit offener Tür eingesperrt, sehr geil. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass hier jemand mit einem Schießen. Oh mein Gott. Ich kann Stevie umlegen. Guck mal, da ist jemand. Da ist jemand. Oh, Lost schießt! Er schießt. Oh, nein! Im Grunde haben es die Traitor aber wirklich leicht. Ich habe ihn. Schön. Jetzt weiß ich, was mich versucht hat, runterzuschubsen. Erzi mit seiner hier Newton-Launcher, willst du den haben? Ne, kannst du behalten.
Ich will weiß, nicht. Hat eigentlich schon mal jemand rausgefunden, was wo ich stecke? Denn? Ich hab mich in der Tür geklemmt. Ich hab mich wegbewegen. Ich hab mein Leben deswegen verloren, ey. Ja, die Tür geht nicht auf, Stevie. Ey, so eine Scheiße. Du hast es rausgefunden, wo ich das bin, ja. Ich glaub, dass du im Aufzug bist. Im? Im Aufzug? Oder am Aufzug? Auf! Oder auf dem Aufzug. Ja, ich kann ihn nicht drücken, deswegen. Wahrscheinlich. Wo ist er denn? Der Aufzug geht aber auch überhaupt nicht. Ich kann nicht in den Aufzug reinsehen, also weiß ich, ob du da drin oder da drauf stehst. Die untere Tür geht auf. Okay. Vom Aufzug. Ich bin so festgebackt, ey. Wer ist jetzt hier draußen mit mir? Wir beide. Das heißt, ich sterb jetzt. Okay, dann tschüss. Nicht runterhauen. Ah, oben auf dem Dach ist auch einer. Ja, da sind sogar zwei. Was ist übrigens mit safe? War der safe? War der übrigens Traitor, wie ich gesagt habe? Huch! Weiß ich nicht. Das kam überraschend. Ne, nur Erzi. Oh, hallo, Fleig. Er schießt schon wieder. Oh, so, wer tot ist, kann ja mal in meine Sicht, dann sieht er, wo ich bin. Ja, die schenken diesem Aufzug. Denn immer direkt alle schießen, sobald die Runde vorbei ist. Das ist die Golden, oder? Ich komm hier so einfach nicht doch, weg, ey. Doch, du musst in die Hocke gehen. So. Das habe ich auch schon versucht, aber das hat auch nicht geklappt. Los, du Hund. Los, du darfst. Ach nö, doch nicht jetzt, wo ich einen Decke finde. Na gut, dann war es das erstmal wieder mit dieser wunderbaren Runde von TTT. Ich hoffe, euch allen da draußen hat es mal wieder gefallen. Dann schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein. Links wir an, dann sind in der Beschreibung. Und das war's dann. Tschüss. 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 Tschüss.